So, liebe Leute, einen schönen guten Abend wünsche ich euch. Es geht heute um das Thema Bürgschaft. Ich hatte das gar nicht so auf dem Zettel, dass das Thema Bürgschaft wirklich so viele Fragen beinhaltet. Aber ich will mich natürlich nicht lumpen lassen, da auch noch mal kurz was zu sagen. Wie baut man eigentlich eine Bürgschaft auf? Wer genau ist der Bürger? Wer ist dann der Mieter? Und welchen Zusammenhang hat das eigentlich? Fangen wir mal beim praktischen Beispiel an. Da ist ein junger Mann, der ist Azubi, verdient vielleicht noch nicht ganz so viel Geld, möchte gerne eine Wohnung mieten und die Miete ist einfach zu teuer, dass er das selber bezahlen kann. Deswegen möchte er gerne einen Bürgen mit im Mietverhältnis einbauen, beziehungsweise der Vermieter möchte das ja vielleicht auch, dass er einen Bürgen mit einbaut. Und wie ist dann die genaue Konstellation? Also es gibt da genau zwei Möglichkeiten. Und zwar die erste, der junge Mann wird selber Hauptmieter, das heißt, er steht im Mietvertrag drinne und übernimmt im Endeffekt alle Rechte und Pflichten, die ein Mieter auch übernimmt, obwohl er vom Einkommen her gar nicht, die Kapazität hat, um das überhaupt abzubilden. Und deswegen macht man zusätzlich eine Bürgschaftserklärung fertig. Das ist in der Regel auch ein einfacher Vordruck. Da wird dann eingetragen, dass in der Regel die Eltern, also sprich Mama und Papa, eine selbstschuldnerische Bürgschaft abgeben und sagen, lieber Vermieter, wenn mal unser Sohn nicht zahlen kann, dann kannst du dich an uns wenden, dann zahlen wir. Und in der Regel ist das auch so, dass der Bürger dann kündigen kann. Das bedeutet, das Risiko für den Bürgen ist im Endeffekt, dass er 3 Monate zahlen muss und dann im Endeffekt das Mietverhältnis automatisch endet. Nach der Kündigung logischerweise, also nicht automatisch, sondern man kann nach 3 Monaten dann kündigen. Entschuldigung, man kann mit 3-monatiger Frist kündigen. Jetzt habe ich mich richtig ausgedrückt. Und das ist die eine Konstellation. Und die zweite Konstellation, es kann auch sein, dass der Vermieter oder die Hausverwaltung sagt, nee, mit dem Bürgen wollen wir das gar nicht machen, das ist uns viel zu kompliziert. Wir wollen, dass zwar der Sohn da drinnen wohnen darf, aber dass die Mieter die Eltern werden. Das bedeutet, die Mieter würden dann im Endeffekt die Eltern werden. Die würden dann auch komplette Ausweiskopien, dann ihre Einkommensnachweise und eine Schufa-Erklärung einreichen. Das müssen sie bei der Bürgschaftserklärung eigentlich auch. Denn das kann ja nur der bürgen, der auch entsprechend über Geld verfügt. Das macht ja keinen Sinn, wenn für den jungen Mann sein Kumpel bürgt sozusagen und der gar nicht auf Einkommen geprüft werden würde. Aber um jetzt nicht den Faden zu verlieren, bei Möglichkeit 2 würden dann die Eltern die Wohnung mieten und würden dann ihren Sohn da drinnen wohnen lassen. Das würde dann im Mietvertrag drinnen stehen, dass die Eltern aus Gründen der Bonität die Wohnung mieten. Allerdings wird die Wohnung nur durch den Sohn bewohnt und der muss auch dann nur Nebenkosten für eine Person zahlen. Und es wird dann auch der eine Sohn dort angemeldet und eben nicht die Eltern dürften sich dann halt dort polizeilich melden. Ja, wichtig nochmal kurz als Feedback oder als Allgemeininformation zu den beiden Fällen. Es ist wirklich wichtig, dass der Bürger über entsprechendes Einkommen verfügt und auch über eine vernünftige Schufa-Auskunft. Denn wenn ihr als Bürger im Endeffekt nicht genug Geld habt oder vielleicht selber irgendwie Bonitätsschwierigkeiten habt, einen Schufa-Eintrag oder so, dann würde natürlich diese ganze Bürgschaftssituation gar keinen Sinn machen. Und demzufolge müssen die Unterlagen dann auch aufbereitet werden. Und so kann es durchaus sein, dass wenn man jetzt als Alleinstehender, der mit wenig Einkommen und Bürgschaft mieten will, wirklich sehr viel Unterlagen einreichen muss, nämlich nicht nur die eigene Ausweiskopie und die eigenen Einkommensnachweise und die eigene Schufa, sondern auch noch von den jeweiligen Bürgen, wenn es die Eltern sind, sogar von beiden. Also das ist dann schon ein relativ dickes Pamphlet, was dann an den Vermieter geht. Aber es ist auf jeden Fall der sicherste Weg und oft ist es auch ein guter Weg, um an eine Wohnung zu kommen, wenn man eben nicht die super Voraussetzungen hat. Ja, ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen schönen Abend. Ich bin raus und freue mich auf morgen. Tschüss.